Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdoms Come oder wie wir Freaks auch sagen, Kings. Nein, wir spielen es jetzt einfach weiter. Wir haben uns von der letzten Schlacht sozusagen erholt, haben auch einen eigenen Raum hier bekommen, was ja eigentlich relativ cool ist. Und ja, das ist jetzt unser, na hier, echt eine eigene Bude, ne? Fantastisch. Mein Gott, ey, ich bin so reich. So, was haben wir hier drin? Hier können wir ein paar Sachen reinlegen, die wir nicht brauchen sollten. Was natürlich sehr praktisch ist. Gut. Ja, wir wohnen hier auf dem... Keine Ahnung, wo das genau ist. Oh, mein Bauch knurrt. So, hier so an der Seite, ne? Von diesem... Dings hier. Nun gut. Kann es auch egal sein, aber... wir müssen uns mal angucken, was für eine Quest wir jetzt haben. Denn unser Questlog sagt ja... Begib dich in die Halle der oberen Burg. Das machen wir noch. Aber ich wollte einmal kurz gucken. Wir haben doch da so ein paar Sachen. Guck mal da. Können wir ein bisschen was aufwerten, oder? Das Leben ist hart. Was war das? Du kommst 30 Minuten länger ohne Essen aus. Sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen stärker. Okay. Der Duft des Mannes. So wie normal erhältst du eine Bonus von einem Punkt noch stärker. Ah, das nehmen wir. So. Mal hernehmen hier. Na gut. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Mann. So, was haben wir noch hier? So. Fertigkeiten. Ah, Chemie sind nicht so berauschend. Heimlichkeit, umhauen. Erlaubt es dir, Leute aus einer geduckten Stellung heraus umzuhauen? Ja, ich hab's echt schleifen lassen. Das müssen wir jetzt mal machen, einfach mal. So ein paar Sachen. Also das haben wir ja, das können wir ja. Deswegen müssen wir gucken, was können wir noch? Hier haben wir noch irgendwas, was wir können? Ja, können wir da runtergehen. Hier, beim Reiten haben wir auf jeden Fall was bekommen. Was sagt er? Dein Lastenpferd? Dein Pferd kann mehr tragen, ist ja auch langsamer. Kann nicht mit dem speziellen Rennpferd. Dein Pferd ist schneller, verliert dir auch einen Teil seiner Tragkraft. Kann nicht mit dem speziellen Lastenpferd kommen. Also wir nehmen Rennpferd. Ich weiß, Lastenpferd wäre cooler, aber im Endeffekt packe ich da gar nicht so viel rein. Also gut, hier haben wir nichts mehr. Oder? Nee. Hier ist auch nichts mehr drin. Hungerbuff. Ja. Gut. So, wir müssen uns auf jeden Fall mal um Ausrüstung und all so einen Kram nochmal kümmern. Dann reden wir mit Yannick. Nein! Oh, ich wollte das stehlen, wollte nicht. Eigentlich wollte ich nur mit ihm reden, aber das klappt anscheinend nicht. So, lass mal gucken, was es hier so gibt. Ich kenne mich ja gar nicht aus hier. Nee, schnacken wollen wir nichts. Oh, private Zimmer, da wollen wir nicht machen. Auch nicht, auch nicht. Oh, da können wir aufmachen. Ah, okay, hier. Wer bist du? Hallo. Wollte mal Hallo sagen, aber ich gehe wieder raus. So, ich bin Heinrich. Wir gehen mal raus hier. Aus dem Weg! Was hat sie denn vor mit mir? So. Gut. Unser Quartier ist hier. Ja, ich hole mir gleich was zu essen. Ich will da vorne nicht was aus dem Lager rausmopsen. Garantiert, ne? Ich gebe dir nichts hier. Ah, lecker. Schön von den Armen, ne? So. Sei gegrüßt. Ah, auch. Aber wenn wir schon mal hier sind, im Dorf, in der Stadt, dann können wir ja schon mal gucken, ob wir hier nicht so ein paar Sachen finden. So, vielleicht kannst du mal eine schöne Klinge uns geben. Schwertschmied, reden wir nochmal mit ihm. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Neue, na wie heißt das? Sachen brauchen wir auch irgendwie. So, lass uns erstmal handeln, bevor wir reparieren. Okay, So.
Waffen. Rüstung. Okay, nur Waffen. Können wir hier irgendwas verkaufen hier? Pass mal auf. Gut. Aber ich muss mal ganz kurz schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe ja meine Waffen, sind ja dieses hier. Ich habe jetzt das Ding. Und genau. So, Mindestagilität brauche ich 3. Meine Agilität ist bei 6. Okay, wir gucken, was er hier für Schwerter hat. Gucken wir mal bei ihm. Nochmal, lass uns nochmal handeln. Also, das macht 55 Schaden, das ist ein altes Schwert, kostet aber 449, ja, das ist nicht so wild. Das Geld her ist das nicht so wild. Braucht bloß vielleicht irgendwas, was ein bisschen mehr Schaden macht. Guck mal, es braucht 9, 9 habe ich nicht, okay. 7. Okay. Bürgerschwert hat 36. Was ist das denn hier oben? Warte mal, das alte Schwert hier hat zum Beispiel. Ein Kurzschwert mit scharfer Klinge, ein wohlplatzierter Hieb, verwandelt den Gegner in leichter Rüstung. Okay. Händlerschwert. Das ist natürlich nicht so cool. Ist das Händlerschwert schon besser, ne? Das, was ich gerade verkauft habe? Wahrscheinlich, ne? Egal. Jagdschwert. Mhm. Also, lassen wir uns erstmal reparieren. Und, Reparatur. So. Kannst du das denn reparieren? Was nämlich alles auswählen. Was kostet das? Du zahlst. Reparier den Kack. So. Jetzt brauchen wir ein bisschen Rüstung. Ich will mal eine neue Rüstung haben, weil diese Rüstung, ich habe, ist ja recht mies. Ja. Hier irgendwo eine Rüstung schmied. Hier ist der Schneider. Vielleicht kann er uns auch ein paar schöne Klamotten schneidern, der gute Mann. Weil wir haben ja wirklich keine schönen. Oh, ach, ist wahrscheinlich schon so spät, ne? Na gut. So spät kann es auch gar nicht sein. Hier ist die Kräuterhexe. Apotheker. Gütiger Gott, du bist ja quietschfidel. Als ich dich das letzte Mal sah, dachte ich schon, ich müsste den Pfarrer kommen lassen. Naja, musst du nicht. Ich fühle mich wie neu geboren. Freut mich, das zu hören. Wegen der Schulden. Wegen der Schulden. Bitte sehr. Vielen Dank. Freut mich, dass du ein ehrbarer Mann bist. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Ist das eine Übung? Würdest du mich in der Alchemie unterweisen? Selbstverständlich. Sind Anfänger, ich ne? möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, hier. Also, pass gut auf. Gut. So, warte mal, kannst du die Alchemie vielleicht ein bisschen höher bekommen? Würdest du mich in der Alchemie... Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen... Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Ja, wahrscheinlich, ne? Gut, ich denke, müssen wir wahrscheinlich erstmal ein paar Mal machen, ne? Gut. Möge Gott über dich wachen. So, jetzt müssen wir ein bisschen... Meine Kleidung muss auf jeden Fall ein bisschen neu sein. Hier ist das... Was ist das hier?
Wirtshaus. Kann ich auf der Karte nicht sehen? Huch. So, zoomen wir ein bisschen rein. Huch. So, da ist der Schleifstein. Der Schmied. Der macht doch auch bestimmt Rüstung, oder nicht? Weil hier ist ja wirklich nur der Waffenschmied. Bei ihm können wir wahrscheinlich lesen lernen, dem Schreiber. Apotheker. Der Rüstschmied. Da wollen wir hin. Einen Marker setzen. Zurückgehen. Bin ich so falsch gelaufen? Nee, wie verkehrt, glaube ich. Oder ist er im gleichen Raum drin? Das kann natürlich sein, aber jetzt sind wir nicht darauf geachtet. Gehen wir nochmal hier rein. Der Rüstmeister, da ist er doch. Wo bin ich denn längst gegangen gerade? Na ja, egal. Guten Tag. Guten Tag. Alles Gute. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir ein paar Sachen gekauft bekommen. Was brauchen wir denn? Also, kostet natürlich alles ein bisschen was, aber egal. Rüstung. Kann ich es auch, hier seht ihr die Armrüstung. Ist auch echt viel Asche, ne, was wir da haben will, oder? 700 und sowas, so teuer ist die ganze Scheiß. Macht ja eher Sinn, gar nichts zu kaufen hier. Gewöhnliche Plattenbeinlänge. Ich meine, ich habe überhaupt keine Rüstung, wenn man mal guckt, ne? Guck mal, die Körperrüstung liegt bei nix. Bei 0,nix. Okay, pass auf, das nehmen wir mit. Müssen ja ein bisschen nach was aussehen hier, ne? Wir auch mit. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Warenkorb prüfen. Also wir haben kurze. Was sind wir denn da? Also wir haben die kurze Brigantarm oder die leichte. Und dann ist die entfernen wir. Dann müssen wir kurz gucken. Setz mal an und das setzen wir an. Öffentlichkeit, okay. Wir haben irgendwie gar keine Körperrüstung, die brauchen wir auf jeden Fall noch. Da kann man noch mit ihm reden hier.
Machen wir auch nochmal. So, lass uns mal handeln. Alles gut. So, ich will auf jeden Fall was verkaufen. Und zwar kannst du haben diese komischen Jagdhandschuhe. Und hier, kannst du auch beide bekommen. Aber dafür will ich auch was von dir noch haben. Und zwar brauche ich von der Rüstung her. Irgendwas Cooleres hier? 2K, okay. So. Vielleicht fangen wir mal falsch mit ihm, mal gucken. Lässt sich was am Preis machen? Freilich. Ist gut. Also. Wer kann das Zähler haben? Ich gebe dir 510. Hier. Und eine Kleinigkeit für die Mühe obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Das war jetzt nicht wirklich gefeilscht, ne? War richtig schlecht, aber egal. Ich habe ihm einfach genug Geld gegeben. So, da war natürlich zu viel beladen. Mal hier reingehen. So. Rüstung. Der kann weg. Und den Lederwams packen wir auch nochmal weg. Mal kurz zu ihm reden. Ja. Alles Gute. Gut, sehen wir zwar nicht unbedingt super viel besser aus, aber ein bisschen sauberer sind wir auf jeden Fall. Müssen die Sachen wahrscheinlich mal sauber machen, aber das können wir dann immer noch machen. So, lass uns mal... Gibt es hier irgend so eine... Gibt es sowas wie eine Reinigung hier? Wahrscheinlich, ne? Schuster. Schleifstein. Irgendwo gibt es bestimmt sowas. Aber jetzt erstmal hochgehen und gucken, was er von uns will in der oberen Burg. Okay. Schauen wir mal wieder zu spät da oben an. Nein, das kriegen wir schon hin. Blöchen. So. Wo ist denn die große Halle? Oben? Kein Plan. Ah. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben 2 neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren. Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhojet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhojet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet, aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde.
Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislawitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich dir sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Faksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier ist bloß ein Haufen Kupfer. Korva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Korva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings sind die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppredelle. Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Mehr Hoyette hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Mehr Hoyette und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg. Das Geile ist ja, wir sind die Einzigen, die das können, wa? Also irgend so ein Knecht vom Dorf kann das alles. Gut. Dann lass mal gucken, dann können wir finden, was Matthias geschehen ist. Aber wir können ja einfach mal... Können wir einfach mal direkt dahin eiern. Ich hoffe, das geht noch irgendwie, aber es müsste doch eigentlich, haben wir doch eine Schnellreise-Ecke da, oder? Yes. Ja, ich habe keinen Bock dahin zu reiten, das nervt doch. Aber cool eigentlich, ne? Das, also, ich meine, wir sind die Einzigen, die alles können. Kann das sein? Alle anderen können gar nichts. Wir können alles. Ich finde diese Karte einfach cool. Diesen Stern da drüber, das ist irgendwie lustig gemacht. Und wir reiten auch die ganze Nacht durch, ist uns egal. Wenn wir ein bisschen Hunger haben, wenn wir dann kommen. Energie geht auch ein bisschen runter, wir müssen irgendwo pennen. Schlafen wir kurz im Rasthof, wenn wir ankommen. Können wir auch morgen. Aber trotzdem finde ich, diese Schnellreise müsste man überspringen können. Das wäre noch ein, das wäre cooler. Also. Darf ja meinetwegen die ganze Energie und so dafür runtergehen, man muss ja nicht da irgendwie diesen ganzen Weg da mal zeigen. Natürlich lädt er dann im Hintergrund natürlich nach, ne? Aber trotzdem wäre es cooler, wenn das irgendwie... Oder kann man es überspringen? Wenn es jemand weiß, sagt es mir. Ich hätte gedacht, man kann es nicht. So. So. Da holt dich die Pest. Was ist geschehen? Was ist los zum Teufel? Wieso versperrst du die Straße und veranstaltest so ein Geschrei? Um Christi Willen, Junge! Ist dir dein Leben gleich? Die Pest wütet in Mehr Hoyette! Flieh, solange du noch kannst! Vielleicht könnte ich helfen. Hörst du schlecht? In Mehr Hoyette geht die Pest um! Der Herr strafe mich, sollte ich lügen! Aber geh nur, geh! Wenn du mir nicht glaubst. Gott behüte dich. Gehen wir trotzdem rein, ja, ne? Wurde gerade gespeichert. Hoffen wir nicht, dass die Pest hier ist. Das wäre schon ein bisschen blöd. In allen Belangen wäre das blöd. Nochmal Spiel gespeichert, okay.
natürlich zu einer falschen Zeit wiedergekommen. Ah, das war schon hier. Okay, ist mitten in der Nacht, ist natürlich ein bisschen blöd für uns. Wir können längst wo schlafen wahrscheinlich. Nee, Mist. Können wir jetzt auch so rein können? Da ist ein Kreuz drauf. Bedeutet das? Das ist schon markiert, dass es eine, die Pest hat, oder was? Ja, Matthias. Können wir mit ihm reden, oder Penta? Heinrich, welch erfreulicher Anblick. Was tust du hier? Freut mich auch, dich zu sehen, Matthias. Ich untersuche in Herrn Ratzigs Auftrag den Überfall. Herr Ratzig? Wie es scheint, hast du es weit gebracht, Kumpel. Du bist sein Gesandter? Ah, so in der Art. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Freut mich jedenfalls, dass du Arbeit hast. Viele unserer früheren Nachbarn müssen betteln gehen. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst von hier weggehen. Hier geht irgendeine Seuche um. Eine Seuche? Die Leute sagen, es ist die Pest. So oder so, es ist schlimm. Es begann am Tag nach dem Überfall. Zuerst wurden die Pferde krank, dann anderes Vieh und jetzt die Leute. Scheiße. Schon dunkel hier, ne? Na gut, der Überfall. Erzähl mir von dem Überfall. Was willst du wissen? Alles. Wie ich hörte, konntet ihr einen Banditen gefangen nehmen. Ich möchte ihn befragen. Herb, der alte Melicher gab ihm eins mit dem Flegel auf die Rübe. Er hockt nun in der Scheune, aber sei vorsichtig. Wieso das? Der Scheißkerl hat den jungen Stroh abgemurkst und sein alter Herr wetzt schon die Sichel. Melicher hat noch nicht entschieden, was mit ihm geschehen soll. Das kann ich dir sagen. Er wird ihn Herrn Ratzigs Gesandtem übergeben. Mir. Ich bezweifle, dass Melicher ihn freiwillig hier gibt. Die Leute hier lechzen nach Blut. Es gab Tote. Zuerst der Überfall und nun die Seuche. Weiß Gott, was sie vorhaben. Wie sahen die Kerle denn aus? Kannst du die Kerle beschreiben? Weiß nicht. Sie kamen abends, also konnte ich ihre Gesichter nicht erkennen. Es waren um die 20, aber keine Kumanen. Sie sprachen Tschechisch. Du hast mit ihnen geredet? Nein, nein, sie haben uns angebrüllt. Waren sich ihrer Sache anfangs sehr sicher, aber als wir sie in die Wälder jagten, sahen sie nicht so tapfer aus. Ich weiß, dass es euch an Mut nicht mangelt, aber wie kann sich ein Haufen Dörfler gegen bewaffnete Banditen behaupten? Einer der Jungs sah sie durch die Wälder streifen und benachrichtigte Melichar. Der weckte das ganze Dorf und alle schnappten sich, was es zu schnappen gab. Mistgabeln, Äxte, Flegel. Und dann stellten wir sie. Was? Ihr seid gegen sie ins Feld gezogen? Jawohl. Und das war der Schlüssel. Denn damit hatten diese Hurensöhne nicht gerechnet. Ein paar von ihnen gelang es trotzdem, zum Dorf durchzubrechen. Vermutlich wollten sie es in Brand stecken. Aber selbst die Weiber waren bewaffnet und überraschten die Bastarde eiskalt. Cool. Wegen dieser Seuche. Seit wann wütet diese Seuche? Seit dem Tag nach dem Überfall. Als sich die Pferde in den Ställen niederlegten, wussten wir, dass etwas faul ist. Am Nachmittag waren sie alle tot. Dann wurden die anderen Tiere krank, eins nach dem anderen. Und danach die Leute. Was sind die Anzeichen dieser Krankheit? Ich gehe kaum raus, aber die Leute klagen über Fieber und Schüttelfrost. Ein paar kotzen sich die Seele aus dem Leib und andere scheißen sie aus. Starb jemand daran? Erb, der alte Felber. Allerdings stand er schon mit einem Bein im Grab, weshalb niemand weiß, ob es wirklich die Seuche war. So oder so, die Viecher sterben wie die Fliegen. Und den Leuten wird es gleich ergehen. Sieht so aus, als ob die vom Überfall damit was zu tun haben. Wahrscheinlich haben die da irgendwas eingeschleppt. Wer ist krank? Gute Frage. Wegen meines Arms gehe ich so gut wie gar nicht aus dem Haus. Aber ich weiß, dass bei Melicher und Stroh jemand krank ist. Okay, fragen wir mal, wie es ihnen geht. Bist du in Ordnung?
Naja, zumindest habe ich mir nichts eingefangen. Aber du wurdest verwundet. Beim Angriff fiel so ein verfluchter Bandit auf mich drauf, mit Pferd und allem. Mein Arm ist gebrochen, aber besser der Arm als der Hals. Erzähl mir von dem Überfall. Oh. Was willst du wissen? War da noch irgendwas, was wir fragen konnten? Wie ich hörte, konntet ihr einen Band... Herb, der hat... Wieso das? Der Scheißkerl. Ah, okay. Das kann ich dir sagen. Ich bezweifle. Ja, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie hinkriegen, aber na gut. So, wie geht's denn im Dorf? Kann ich dich etwas über Merhuyet fragen? Ich bin noch nicht lang genug hier, um viel zu wissen, aber nur zu. Erzähl mal von Stroh. Was kannst du mir über den alten Stroh sagen? Er ist Holzfäller. Ein zäher Bursche und ein Hitzkopf. Er ist außer sich, seit sein Sohn tot ist. Zu trauern ist völlig normal. Kommt drauf an, wie. Die Leute fürchten, dass er den Verstand verliert oder sich zu Tode säuft. Noch dazu hat seine Frau die Seuche und er kümmert sich nicht um sie. Wo finde ich diesen Stroh? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Stroh wohnt in der rechten. Wie ist Melicher so? Die Leute hier sehen zu ihm auf. Smil hatte das Sagen, aber der starb in Neuhof. Ich weiß. Herr Hanusch hatte keine Zeit, einen neuen Vasallen zu ernennen. Und da die Leute einen Fürsprecher brauchen, wählten sie Melicher. Seit wann verwaltet ein Gemeiner das Dorf eines Herrn? Was sollen wir denn tun? Wenn Melicher nicht gewesen wäre, hätten die Banditen alles niedergebrannt. Die Leute werden keinem anderen folgen. Wo wohnt dieser Melicher? Wenn du die Stelle durch das Haupttor verlässt, siehst du zwei Hütten. Melicher wohnt in der linken. Ach, so praktisch, wir wohnen direkt nebeneinander. Sehr gut. Gut. Können wir auch hier irgendwo hinlegen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich sehe hier drin gar nichts, so stockfinster ist das. Ich geh mal raus. Das Problem ist bloß, ich muss irgendwie ein bisschen mich hinlegen oder die Zeit vergehen lassen. Kann man auch machen, ne? Dann lassen wir die Zeit vergehen. So, müssen bis zum Morgen grau leider hier rumhängen. Achso, ich habe vergessen zu drücken. Okay, dann machen wir bis 8. Ja, bin ich ja mal gespannt hier, ob das wirklich solche ist. Ich glaube ja, dass die Leute das da irgendwie eingeschleppt haben und die Pferde vergiftet haben oder irgendwas. Keine Ahnung. So, was wollen sie mit dem Dorf, ist die Frage, ne? So, wir sind nicht mehr so richtig satt und Energie haben wir auch nicht mehr ganz so viel. Muss mal gucken, ob wir da nicht was gegen tun können. Das wäre es doch. Genau, guckt mal hier auf meinen Kanal. Klickt euch drauf. Würde mich freuen. So. Jetzt haben wir Hunger. Pennt ihr immer noch? Johann, wollen wir jetzt nicht reden. So, wir gehen mal gucken. Bei Matthias geht es ja einigermaßen gut. Ich muss keine Sorgen drum machen. Dann lass uns mal den Melicher finden. Was ist denn der Hauptweg? Melicher, guck mal. Perfekt. Bist du Melicher? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Es hat noch gar keine Kunde von der Seucherei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist.
Na, er hätte eigentlich niemanden schicken können. Du hättest früher auf die Idee kommen können, jemanden zu schicken. Die Leute haben solche Angst, sie gehen kaum vor die Tür. Und es ist nach draußen durchgesickert, dass hier die Pest wütet. Sollte man uns außerhalb des Dorfes antreffen, ich befürchte das Schlimmste. Außerdem bist du der Gesandte von Herrn Ratzig Kobilla höchst selbst. Dein Wort wird im Kloster mehr Gewicht haben als das eines gemeinen Bauern. Na gut, machen wir das. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien, wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert, aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Möge Gott über dich wachen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, das glaube ich. So, wir gehen mal hier erstmal hin, gucken wir uns mal die ganzen... Haben wir gerade eben ja schon gesehen, die Tür, die da so schön gekritzelt war. Hier zumindest. Lieber Gott, wofür bestrafst du mich? Reden wir mit dir? Geh weg. Lass mich hier rum. Ah. Herrgott, Junge, was hast du hier verloren? Siehst du nicht das Pestkreuz an der Tür? Deswegen bin ich hier. Das Kloster schickt mich. Gott segne dich. Es wurde auch Zeit. Ich muss genau wissen, welche Leiden du hast. Ah, verstehe. Tja, ich habe hohes Fieber, wie meine Frau. An gestern kann ich mich kaum erinnern. Hab fast nur fantasiert. Hast du sonst noch etwas? Abgesehen vom Fieber? Nun ja, vergib mir, wenn ich das sage, aber ich habe auch die Scheißerei. Kann nichts drin behalten und bin völlig am Ende. Meine Frau auch. Hab Dank. Ich versuche, Hilfe zu holen. Warte kurz, ich hätte da eine Bitte an dich. Oh nein. Worum geht es? Um meinen letzten Willen. Kannst du schreiben? Nein. Ich kann nicht schreiben. Tja, dann geh und möge Gott uns beistehen. Sonst sind wir verloren. Und was? Mein Magen oder sein Magen? Gut, kann ich verstehen. Aber wir haben Hunger. Haben wir noch irgendwas zu futtern? Das können wir wegschmeißen. Aber wir essen jetzt einfach mal hier so ein bisschen Brot. Oder Brot essen. So. Was denn jetzt? Mich vergiftet? Ach ja. Gut, gucken wir uns die nächsten Hütten an. Hallo, gute Frau. Wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Bist du von Melichas Hof? Ja. Ich muss mit dem Gefangenen sprechen. Nein, Melicha hat verboten, versuchen wir es anders. Möge Gott über dich wachen. Okay, aber hier ist ein Kreuz. Also muss da jemand drin sein, der eventuell auch krank ist. Ich sehe hier keinen. Herr im Himmel, ich halte das nicht mehr aus. Ist das seine Frau? Geh weg. Okay. Gut, hier können wir nicht mitreden. Da müssen wir noch mal gucken, woanders was finden. Irgendwelche Leute werden ja noch was sagen können. Hier ist... Nichts zu sehen.
Ist Matthias tot? Ich glaube, der ist tot. Johann. Gelobt sei Jesus Christus. Na, mal gucken. Was ist hier geschehen? Es steht schlecht um uns. Sehr schlecht. Zuerst überfallen uns diese Briganten und wir kommen gerade so davon. Und dann wütet die Pest. Die Pest, sagst du? Jawohl. Die Dinge im Dorf stehen gar nicht gut. Sogar das Vieh verendet. Ist ein grauenvoller Anblick. Erzähl mir mehr über die Seuche. Das klingt schrecklich. Es ist schlimmer, als man sich vorstellen kann. Das ganze Gestüt ringt mit dem Tod. Die Schafe, Hühner. Zweifelsohne sind die Menschen als nächstes dran. Melichas Weib liegt krank danieder und es sieht nicht gut aus. Strohs Frau, sein Bruder, mehr und mehr. Tut mir leid, das zu hören. Okay. Danke, das wäre für... Hannes, hat er. Ach so. Gewöhnliche Reitspuren. Ah, egal. So, machen wir jetzt mal nicht. Achso, wir müssen mal raus und mal gucken, ob wir noch eine Tür finden. Wie viele Leute, die noch krank sind hier. Waren wir da schon? Ah, hier. Na, Zwischensequenz? Was? Willst du meinen Weib holen? Pech gehabt. Ich bin der alte Stroh. Weißt du das nicht? Stroh! Hast meinen Sohn geholt. Aber mein Weib kriegst du nicht. Du Hundskrüppel. Hä? Ich helfe deiner Frau. Ich will doch nur deiner Frau helfen. Ja, auf die andere Seite willst du ihr helfen, nicht wahr? Ich hab keine Zeit, dir alles zu erklären. Ich... So, du hast keine Zeit? Komm her, du Saukerl. Du denkst, du bist gut? Schwert hier bei ihm. Naja, ich hab gedacht. Mann!
mich doch. Komm her, du Spacken. Quetsch dich wie eine. Na komm, einen Schritt kriegst du noch von mir. Schlag, das nicht so. So. Machen wir jetzt eben. Reden wir noch mal eben. Lass mich in Ruhe. Okay. Lasst mich doch alle in Ruhe. Untersuchen wir sie mal. Fieber. Genau wie Melichas Frau. Fieber. Genau wie Melichas Frau. Okay. So, warte mal. Was müssen wir jetzt noch großartiges machen hier? Den Gefangenen Mero, ja, wir müssen jetzt dieses scheiß Kloster noch da gucken. Die sehen alle gleich aus wie die Häuser. Waren wir hier schon drin? Weiß nicht. Ah, hier. Gütiger Gott. Patrischka. Wer bist du? Siehst du nicht das Pestkreuz an unserer Tür? Mein Name ist Heinrich. Ich gehe zum Kloster, um Hilfe zu holen. Höchste Zeit. Der Herr hat bereits meinen armen Anton zu sich berufen. Und was willst du von mir? Erfahren, wie sich die Krankheit bei deinem Mann geäußert hat. Ich sag dir alles. Aber hilf mir erst, ihn zu begraben. Ich bin zu schwach und Melicha meinte, die Toten müssen sofort unter die Erde. Natürlich helfe ich dir. Hab Dank. Wir müssen ihn hinter dem Haus bestatten. Da steht eine wunderschöne Linde. Ich verstehe. Gut, ich hebe dort das Grab aus. Danke. Komm wieder, wenn du fertig bist. Ich will mich jetzt verabschieden. Alter, wie viel Arbeit muss ich denn bitte sehr machen hier? Nur um so scheiß Sachen zu erfahren. Wie nervig. Hinter dem Haus steht eine Linde. Das große Ding hier. Oh, ist ja nicht so schwer auszuheben. Dann machen wir mal. Die Steine fliegen. Muss ich mir jetzt schultern, den Typen? Ganz ohne dich. Wahrscheinlich werde ich jetzt doch krank, ey. So ein Kack. Ich kann nicht mal laufen. Mann!
Jesse, kannst du mir jetzt sagen? Jetzt komm, renne ich dahin. Kannst du mir mehr über seine Krankheit erzählen? Sicher. Mein Mann hatte schreckliches Fieber. Und was noch? Schlimme Bauchschmerzen. Er meinte, ihm wäre, als hätte ihn einer mit Steinen vollgestopft. Hat sich die ganze Nacht gewunden. Muss schlimm wehgetan haben. Hab Dank. Das hat uns richtig geholfen. Noch mehr krank, also fast alle krank hier, ne? Nur so nebenbei. Daniel, was hast du denn? Bruder. Komm her. Liebster Bruder? Bist du es? Ja, ich bin es, mein Bruder. Ja, ich bin es. Dein Bruder. Bald ist Advent. Wir müssen nach Scarlets. Da ist Kirchtag. Sag mir, Bruder, wie fühlst du dich? Warte. Du bist nicht mein Bruder. Du bist einer dieser Schurken. Bruder, rasch, verrammle die Tür. Sie sind zurück. Oh Gott, bitte nein. Bruder, erkennst du mich etwa nicht? Ich bin es, dein Bruder. Ich war lange Zeit fort. Doch zum Advent bin ich heimgekommen. Ja, ja, ich erinnere mich. Gib mir einen Schluck Wasser, Bruder. Bin durstig. Schrecklich durstig. Als würde ich im Höllenfeuer garen. Kann einen ganzen Krug Wasser saufen und hab sofort wieder Brand. Alles Gute. Gut. Jetzt glaube ich, haben wir doch ordentlich was, oder? Jetzt haben wir doch fast alles über die Dings erfahren. Dann lass mal gucken, ob wir da nicht irgendwie die Seuche da. Sprich mit. Ja, dann machen wir den ehrbaren Dieb mal weg hier. So. Dann einmal zu Joanka. Wie heißt sie? Joanka? So, guck mal, wo das ist überhaupt. Mal ganz ab. Okay, da sind natürlich ein ordentliches Stückchen. Sind wir dabei. Ja! Alter, das müssen wir so viele Quests machen, nur um in der Hauptquest weiterzukommen. Das ist schon krass. Gut. Gucken wir, ob die Joanka weiß. Oder Johanka? Joanka? Keine Ahnung, wie sie heißt. Diese Jojo-Tante halt. Einreiten? Ja. Geht das? Oder geht das nicht? Ja! Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, oh, vielleicht doch. Schade, ich kann da rüberspringen. Kann er nicht? Aber hier rum. Boah, man hat keinen Bock, die ganzen Wege da längs zu laufen, oder? Ja, voll ist ja voll nervig. So. Ja! Ich bin von der Grafik immer noch fasziniert. Ich meine, das ist ja jetzt echt, ist ja schon 3-4 Jahre alt, das Spiel jetzt. 3 Jahre, glaube ich, ne? Das ist schon, sieht echt immer noch sehr gut aus, ne? Sassauer Wälder. Ich könnte natürlich auch nochmal die Quest beenden von der. Von der Frau von Herrn Derwisch. Die hat uns ja auch ein paar Sachen angegeben. Vielleicht können wir ja in Sassau die
diese Kette oder was da ist holen. Ja. Aus dem Weg. Ich bin Heinrich. Das scheint ja das Kloster zu sein da, ne? Bleib mal hier, Pebbles. Na, anscheinend ist hier das Kloster. Ah. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Möge Gott über dich wachen. Die Kranken benötigen Hilfe. Einer von ihnen hat sich mit Johanka. Gut. Johanka? Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Gerade nicht so. Matthias schickt mich. Matthias? Gott, es ist doch nichts passiert. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhuyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es, Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhuyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Okay. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Ach, der wird uns doch nichts erzählen ohne Gegenleistung. Das weiß ich doch jetzt schon. Bin mir hundertprozentig sicher. Da ist er sogar gleich. Na gut. Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhuyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Ja, ja, wirklich faszinierend. Aber kannst du diesen Leuten helfen? Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Ich muss hier weg. Etwa die Hälfte der Häuser. Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Merhuyet. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Geht so. Was könnte man dagegen tun? Kennst du die Symptome? Ja. Kenn ich. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ich kann nicht lesen. Kann ich nicht. Schon gut. Dann sage mir, was die Leute plagt, und ich werde es selbst nachlesen. Also, wir haben auf jeden Fall Fieber. Sie alle haben Fieber. Manche fantasieren sogar. Oh, das war zu erwarten. Was sonst? Magenschmerzen. Einer klagte über quälende Magenschmerzen. So könnte der Ursprung in der Verdauung liegen. Und sonst? Durchfall auf jeden Ein Fall. Ein Dörfler quält sich mit schrecklichem Durchfall. Höchst unangenehm. Und ansonsten? Schrecklich Durst hat er einen auf jeden Fall. Sie alle leiden unter unstillbarem Brand. Das könnte am Fieber liegen. Und weiter? Offene Geschwüre? Oh, weiß ich nicht. Was hat... Ausschlag? Manche haben widerliche Geschwüre bekommen. Herr im Himmel, das klingt ernst. Was noch? Bitte. Ich kann einfach nicht. Ich glaube, das ist alles, ne? Das war's. Gut. Bleib bis morgen. Vielleicht fällt mir bis dahin etwas ein. Na gut. Gut. Mach's gut.
Gut, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir den Sasa auch gleich diese Kette besorgen von der Bauda. Ich muss mal gucken, welche das war. So. Zu Dienstmeierin. Auf. Hole das verzierte Diadem. Ist auf jeden Fall blau. Was ist da unten? Da kommen wir auf jeden Fall hin. Würde ich sagen. Oh. Ah, wir essen jetzt noch nichts. So. Was ist hier passiert? Oh Gott, sehr eklig. Na gut. So, gucken wir mal, ob wir da noch mal irgendwie hinkommen und was finden. Ja. Ja. Irgendwo. Alter, dreh dich auch nicht hin. Genau. Ja. Sehr gut. Des Reiters ist das. Ein Schnellreiseort schon mal entdeckt, auch gut. Ja. So, da unten ist das Sassau. Das heißt, da unten finden wir auch das, was wir brauchen: dieses Diadem. Schloss knacken wollen wir nicht. Ich glaube, hier sind hier ein Diadem bekommen. Sieht doch schon sehr fraglich aus hier. Was sagt denn die Quest genau? Hole das jetzt dir beim Meisterbetrieb in Sassau ab. Doch hier. Wo ist denn das? Hier der Meisterbetrieb. Hochgehen? Ist da oben irgendwas? Hm. Mal runter, mal von der anderen Seite war noch eine Treppe. Die können wir mal benutzen. Aber das wäre ja schon so ein bisschen merkwürdig, oder? Aha, sitzen tatsächlich hier oben? Meister Jerome, na gut. Guten Tag. Guten Tag. Die Herrin von Thalmberg schickt mich. Sie möchte wissen, warum ihr Diadem noch nicht fertig ist. Wir tragen daran jedenfalls keine Schuld. Wir hatten einen großen Edelstein bestellt, der das Diadem zieren sollte. Einen schönen Moldavit aus Südböhmen, der in Prag geschliffen wurde. Aber nun, ja. Kurz gesagt hat sich der werte Händler Martin Fizek, der ihn aus Prag herbringen sollte, unterwegs wohl verirrt. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Das wird Herrin Stefanie nicht gefallen. Wir hätten hier einen Stein, womit wir den Moldavit ersetzen könnten, aber bestimmt kannst sogar du erkennen, dass er einer noblen Vermählung nicht würdig ist. Und auch nicht unserer gehobenen Handwerkskunst. Gäbe es doch nur jemanden, der den Moldavit aufspüren könnte. Ach nö. Warum fragst du nicht einfach? Ich mache mich auf die Suche. Sag mir, wo der Kerl zuletzt gesehen wurde.
Dieser Kerl ist kein geringerer als der ehrbare Händler Martin Fizek. Zuletzt wurde er westlich von hier gesichtet, als er die Sasau entlangritt und den Steg über die Furt passierte. Offenbar kam er nie hier in Sasau an. Gut, ich werde ihn suchen. Aber inzwischen könnte er auch über alle Berge sein. Oder unter der Erde. Möge Gott über dich wachen. Alter, die Quests werden immer mehr, ne? Nun gut. Finde den verschwundenen Moldavit. Bei D, wo ist denn D hier? Da oben. Da können wir nochmal schnell hinreiten, oder? Warte mal kurz. Boah, dieses Pferd hier. So. Ja. Warum kann ich darüber springen? Warum kann dieses Kackpferd nicht darüber hopfen? Das wäre so einfach. Ja. Nur schön, dass man Nester entdeckt. Kann man es mit dem machen? Kann man sich Spiegeleier braten? Kann man daraus kochen, was Leckeres? Oder warum zeigen die einen das immer an? Gucken, wie ehrbar dieser Halunke ist. Wer weiß, ob dieser ehrbare Händler nicht einfach meinte, er müsste den Moldavit behalten. Ja, also nicht den Moldavit, sondern den Stein. So weit war das doch gar nicht auf der Karte. Kommen wir nicht so weit vor. Und da unten ist die Moldau, okay. Gucken, ob wir ihn hier finden. Schwupps, da ist das Video abgekackt. Entschuldigung für den kleinen Schnitt. Hat wohl irgendwie eine Grenze überschritten hier und auf einmal war es weg. Ich glaube, die Verbindung ist irgendwie weg von der Platte gewesen. Aber egal, machen wir hier erstmal weiter. So, wir schauen uns mal hier jetzt um. Der gute Mann soll ja hier irgendwo rumgelaufen sein. Komme ich wahrscheinlich mit dem Pferd nicht durch. Dann erstmal zu Fuß gehen. Und dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Dumm, dumm, dumm. Da unten ist ein Lager. Es könnten auch Halunken sein, wissen wir natürlich nicht. Lass uns doch mal. So. Ich glaube, ich würde einfach mal speichern vorher. Man weiß nie, was das für Leute sind. Wir haben ja genug Schnaps, Retterschnaps. Wir nehmen so einen Retterschnaps hier. Machen wir mal. So. Hat er jetzt gespeichert? Nicht gesehen. Hat er gespeichert? Hat er nicht gespeichert? Gucken wir noch kurz rein. Spielladen. Ja, müsste, ne? So. Schauen wir mal. Wir gehen mal dahin. Und gucken mal. Schleichen wir uns mal ran und hören uns mal, was die zu erzählen haben. Da hinten liegt doch ein Mann. Okay, warte mal. Was ist hier los? Oh. Was haben wir denn da? Unterhaltung, vorzüglich. Unterhaltung? Ah! Schlag Alarm! Oh. Seid vorsichtig! Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Hey, wir alle, hier sammeln! Schlagt Alarm! Aber! Gunda! Leck mich doch! Leck mich doch? Oh! Oh, da habe ich getroffen. Oh je, hat das weh getan? Ja.
Lasse dich ab! Ich geh nach hinten. Oh, da schießt er mit dem Bogen ab. Ah! Ich kann nichts sehen. Ah, Mist. Oh. Seht ihr was? Das laden wir gleich nochmal. Okay, er kämpft mich. Ich bin einfach kein guter Kämpfer. Ich muss wirklich einfach... Ich muss ihm einen Bogen abschießen von hier. Ich weiß es nicht. Bin ich getroffen? Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach, schon wieder. Ja, ja, ich hab's gesehen. Das war nicht gut. Oh. Ah, Mist. Hm. Muss ihn von unten antreffen, glaube ich. Ich schlachte dich ab! So, das Schwein haben wir. Was hat er denn so da? Gucken wir, was plündern kann von ihm? Ja, plündern können wir noch gleich. Wo ist der andere Halunke hin? Das ist wichtig. Der scheint abgehauen zu sein. Mhm. Hat er sich wieder hingelegt zum Schlafen? Wie geil ist er denn? So, gut, haben wir den. Bürgerliche Schlappen, die brauchen wir nicht. Aber der Bogen sieht gut aus. Den nehmen wir mit. Groschen können weg. Ringeblumenaufguss nehmen wir auch mit. Silberring nehmen wir auch mit. Boah, nehmen wir alle mit, die Spitzbeile. Geflinkte. Ich nehme ein paar Sachen mehr mit, einfach mal gucken. Mehr hat er aber nicht. Aber das hier wird doch der Händler sein. Ja, habe ich mir schon gedacht. Plündern wir den mal. Also er hat nichts. Aber es ist wie der Typ, der tot ist. Das ist schon mal zu wissen. Haben die jetzt alles hier in die Kiste reingetan? Dann müssen wir gleich mal knacken, die Kiste. Gucken wir mal, was er hier noch liegen hatte. Wenn ich ihn denn finde. Wieder. So, Waffen hat er nichts, Rüstung. Oh, nichts Besseres als wir, ne?
verzierte Reiterstiefel. Die nehmen wir mit. Warte mal. Aber ist die Frage, wo dieser Diamant ist. Ist er da in dieser Kiste drin? Das wird mich ein bisschen nerven, denn ich werde diese Kiste leider nicht so gut aufkriegen. Ich bin total schlecht im Schlösserknacken. Aber... das Mut, sagt der Hartmut. So. Ich hasse diese Schlösserknacken wirklich. Das nicht hier mit diesem Scheiß da. Los nochmal. Ich weiß auch nicht, wie viele Dietrich ich noch habe. Darf mal ganz ab. Wieso geht denn das nie? Ich check dieses scheiß Schlossknacken nicht. Echt nicht. Warte mal. Also hier ist das Ding, ne? Ist doch verrückt. Kann man diese Kisten einfach kaputt machen? Natürlich nicht. Irgendeiner Spacken von dem vielleicht ein Schlüssel? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Das kleine Schmiedeset nehmen wir mit. Warte mal kurz. Wir gehen nochmal kurz zu dem Typen da hinten. Hatte der noch was anderes dabei, außer das? Das ist doch blöd. Wieso kann ich diese Schlösser knacken auch nicht? Das ist so nervig. Da ist nichts dabei, ne? Ich muss da ran. Wie viele Dinge habe ich da noch? 7, 2. Ja, wir müssen es hinkriegen. Ich verstehe nicht, warum das so schwer ist, ey. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ich verstehe nicht, wie es so rumkommen soll. Das ist, ey, das ist so schwer. Oder bin ich zu blöd dafür? Das ist doch echt irgendwie. Warte mal. Da, ey, ich habe nicht mehr so viele von diesen Dingern da. Das ist das Problem. Ich mache es doch schon super langsam. Das verstehe ich nicht, ey. Ich kann mir das auch angucken jetzt nochmal mit Hilfe. Ich check's trotzdem nicht. So lange musst du den Dietrich benutzen, um den ganzen Schirm zu drehen. Zeitgleich musst du die Bewegung des Dietrichs kontrollieren, da die Drehung und Fusion des Idealpunkts ändert. Da du dich im Geld bemühen, okay. Mann, ey. Warte mal. Alter, es war doch schon fast da.
Oh, ging ja mal gar nicht gut, ey. Hat auch mal lang gedauert. Wie Dietrich habe ich denn besetzt? Das ist der Moldavid. Okay. Nehmen wir mit. Das mitnehmen, Groschen mitnehmen, ja klar. Französische Altarkerze, flämischer Stoff. Gott, die haben wir auch alles hier. Haben wir nicht wenig gehabt, ne? So, den haben wir da auch bei einem Moldavid. Jetzt schmeißen wir noch ein paar Sachen weg, damit wir ein bisschen besser laufen können. Ach, weißt du was? Der wiegt aber auch gar nicht so viel. Naja, was haben wir denn da so, was man wegschmeißen könnte, was wir nicht unbedingt brauchen? Kostenlos, die sind so viel, deswegen können wir die ganz gut verkaufen. Gucken, was wir hier was haben. Ist auch echt nichts mit Gewicht. Okay, die brauchen kann ich wegschmeißen hier. Pass auf. Macht uns jetzt nicht so viel, ne? Es fehlt immer noch ein bisschen was. Hier, die süßen Pfannkuchen können wir weg. Alle, so. Gut. Dann können wir was daraus essen. Wenn es nicht vergiftet war. Das war es aber nicht. So, bringen wir den bekloppten Moldaviden mal zurück da. Ja. So, unsere Sachen wieder wegpacken. Ja, das war natürlich ein fairer, blöder Kampf, aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Oh, es ist doch so, der muss doch irgendwie da durchreiten können. Das finde ich, müsste ein bisschen anders gelöst sein, dass man ein bisschen da durch kann. Kleine Begrenzung durch die Natur, okay, aber das nervt ja schon. Gleich da. Da vorne. Und dann konnten wir auch gleich hinlegen zum Schlafen, damit wir die Tante vom Kloster auch morgen irgendwie mit der beschnacken können. Oh, hier geht's durch. Oh, durch die Weinreben. Ah. Hallöchen, hallöchen. Gut. Ein bisschen dumm, sind wir ins Kloster geritten und wir wollten ja eigentlich ins Kloster, wir wollten ja... Ja! Oh, Pferdchen. Ich reite hier auch wie der letzte Henker. Wir wollten ja da runter und die Dinger wieder abgeben. So. Kloster müssen wir gleich noch. Also jetzt wird erstmal... Ah, müsste so einen geilen Stunt machen zum Abspringen. Ich bin schon überladen wieder. Wieso bin ich überladen? Nein, egal. Da. So, Meister Jerome, jetzt hast du diesen Moldavid. Guten Tag. Der Moldavid, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ja, ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria! Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Wie unhöflich von ihm, dass er mich anguckt. Einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Mach's gut. Gut, das passt ganz gut. Dann können wir nämlich schlafen gehen. Und, ja, das ist ja wohl das, was wir vorhaben, ne? Gibt es hier irgendwie so eine Übernachtungsmöglichkeit?
kann sich ein bisschen rumgucken hier, wenn da irgendwas findet. Noch irgendwo ein Schmied. Ja, die werden mich auch beherbergen im Kloster, behaupte ich mal. Die sind ja da relativ nett. Sollte man meinen. Ja, hier ist der Schmied. Zach. Viel Gesundheit. Möge Gott über dich wachen. Okay. Was zum Teufel? Nein, ich wollte nicht stehlen. Wache! Oh, ich wollte nicht stehlen. Ah, ich habe lange gedrückt, ich Depp. Das war nicht meine Idee. Ich wollte ihn nicht beklauen. Mist. Doch gerade meine Sachen reparieren lassen. Ach komm schon, das war ein Missgeschick. Oh. Blöd. Hier kann man nicht schlafen. Liegen hier nur kranke Leute? Können wir uns hier irgendwo hinlegen zum Schlafen? Hier vielleicht schlafen und speichern? Machen wir das aber mal. Gucken, was passiert. So, lass ihn mal schlafen bis morgens. Keine Ahnung, was passiert. Wir haben natürlich auch gesucht wegen Diebstahl, was natürlich blöd ist. Zudem müssen wir die Zeit wieder absetzen irgendwo. Da habe ich überhaupt keine Lust zu. Aber ich glaube nicht. Nee, war ja eigentlich, wir haben ja nichts geklaut. Ich wollte auch nur mit ihm handeln, da habe ich zu lange drauf gedrückt. Das war echt ein ärgerlicher Fehler. Unverzeihlicher Fehler war das. Eventuell können wir die auch bestechen, irgendwie mal gucken. Zumindest haben wir uns lange schlafen lassen, würde ich hier sagen. Keiner hat uns geweckt. Und wir können mit dem Kräuterkundler mit dem Typen noch reden, dass der vielleicht was unser Gegenmittel hat oder so. Die ist schon selbst in die Gelenke und Klammern. Links vom Kompass. Geldstrafe. Na gut, also eine Geldstrafe wäre jetzt nicht so schlimm. Die können wir doch zahlen. Wir haben ja niemanden umgebracht. So, reden wir mit ihm hier mal. Irgendeine Krankheit breitet sich in Meerhuyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Hä? Wieso muss ich das jetzt normal machen mit ihm? Ja, wirklich faszinierend. Wir hatten auch schon was alles das geredet. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Sag mir, ist das ganze Dorf... Hä? Nein. Na gut, wir haben das ja schon mal gehabt. Ich geh mal durch, warum auch immer. Alle Tiere sind tot. Tiere sind höchst fast. Was könnte man da. Kennst du die Kenn ich. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich kann nicht lesen. Kann ich nicht. Schon gut. Also Fieber ist Sie drin. Alle haben. Oh, das war. Die haben Magenschmerzen. Einer klagt über. Durchfall? Ein Dörfler. Höchst. Durst. Sie alle. Das können. Offene Geschwüre waren da auch. Herr im das alles, mehr das weiß war's. Ich nicht. Gut. Bleib bis morgen. Muss ich jetzt nochmal bis morgen bauen? Gut. Mach's gut. Mann! Na gut, vielleicht haben wir ja Glück und wir können mit dem Typen da unten reden. Im Dorf da.
Können wir mal gucken. Möchte so eine Strafe müssen wir auch noch zahlen. Ich hoffe, die ist nicht so hoch. Ja. Okay, wir gehen und müssen mal runterreiten da. Zu dem und gucken, ob sein Diadem fertig ist. Kann natürlich sein, dass wir gleich. Du kannst nicht spurten, wenn du überladen bist. So ein Kack. Was habe ich denn noch alles dabei, ey? Ich will ein paar Sachen verkaufen hier. Kann ich ein paar Sachen in die Pferdesatteltasche packen? Guck mal. Pass mal auf, machen wir jetzt mal. Packen wir den jetzt mal in die Satteltasche. Guck mal, wir werden gleich schon nicht mehr überladen. Gut. Hey, du! Rühr dich nicht von der Stelle! Frecher Welpe! Na gut! Ich geh mal hin zu ihm. Ich stell mich lieber. Du wurdest beim Stehlen gesehen. Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Was soll ich denn zahlen? 60? Ist mir egal, ich zahle das. Na schön, hier bitte. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert, aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. Und gib mir die gestohlenen Sachen. Hab ja nichts gestohlen. Gut, aber auf jeden Fall sind wir da aus dem Schneider. Das ist schon mal gut. Ja. So, wir können auf jeden Fall das Diadem holen. Bei dem Händler können wir wahrscheinlich nichts mehr kaufen da. Der wird uns wahrscheinlich nicht mehr trauen. Aber egal. Ja, mal reingehen hier. Lalalala. Ist natürlich noch keiner da. Doch, da ist er. Meister Jerome. Guten Tag. Ich will das Diadem abholen. Ist es fertig? Ich sagte doch, ab wann du das Diadem abholen kannst. Es ist noch nicht so weit. Hä? Gott behüte dich. Warum ist es noch zu früh für ihn? Kann natürlich sein. Gut, ja, müssen wir es morgen. Oder warte mal. Wir testen noch mal kurz was. Warten aber kurz 5 Stunden. Dann stellen wir uns da hin und warten 5 Stunden. Und dann fragen wir ihn nochmal. In der Mittagssonne, vielleicht ist er mittags fertig, der Heini. Sonst weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen, weil jetzt haben wir das zweimal bei diesem blöden Kloster-Heini geschnackt und jetzt müssen wir ihn auch nochmal zwei Tage warten, oder was? Ist ja kein Verlass drauf. Keine deutsche Wertarbeit. Denn die Deutschen sind so pünktlich. Sagt man das nicht immer? Ist doch blöd. Na komm. So. Jetzt fragen wir nochmal. Hallo, wir wollen das Diadem abholen, du. Ich will das Diadem. Ich sagte doch, ab wann. Okay. Na gut. Wir speichern einfach mal hier, beziehungsweise lassen es so stehen. Und schauen uns das Ganze beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss.